Im brasilianischen Dschungel sind wir gleich unterwegs. Christian Weigel und ich, wir entfliehen der Wildnis und Winternis von Mitteleuropa. Kann man das sagen oder verhunzt man damit die deutsche Sprache? Wie auch immer, wir sind jetzt unterwegs im brasilianischen Dschungel, haben uns entsprechend etwas lockerer angezogen und wollen da Abenteuer erleben. Und wir hoffen, ihr seid mit dabei. Fliegen jetzt mit unserer Avenger rüber nach Neubrasilien, wollen da Kontakt aufnehmen mit dem örtlichen Widerstand. Widerstandsnetzwerk, genau, das sind alles alte Freunde von WB noch. Ja. WB hat da gerne und oft aus Kolumbien schon das eine oder andere Päckchen Mehl mit nach Deutschland genommen, als kleine Gefälligkeit. Ganz genau, so war das. Ja, Kontakt herstellen machen wir. Dauert 3 bis 5 Tage, verbrät ein bisschen an Infos. Verbrät 30 Infos, aber es wäre deutlich mehr Infos, die verbraten worden wären, hätten wir keine Funkantenne in Westafrika gebaut. Wie gut, dass wir die gebaut haben, weil du darauf bestanden hast. Kontakt herstellen danach. Das machen wir alles nur, damit wir danach in Richtung Süden fliegen können, nach Chile, weil doch das Yes, Avatar-Projekt der Testbereich, vorangetrieben endlich, wird. endlich, endlich, Entschuldigung. Schlag auf Schlag geht es hier weiter. Und wir haben eine riesige Liste, eine riesige To-Do-Liste von Dingen, die wir jetzt hier einrichten wollen im Testbereich. Ihr seht ja, wie der aussieht. Und gleich seht ihr eine unglaublich lange To-Do-Liste von Möglichkeiten, die wir hier hätten, von Projekten, die wir durchführen können. Ich hätte gerne erstmal für mich selber im Testbereich das Projekt Nerven wie Drahtseile. Tja, Schädelstecker, Exo-Anzug, Spinnenanzug, Feldmedizin, Blue-Screen-Protokoll, experimentelle Munition, experimentelle Granate. Diese beiden letzten Projekte, die haben eine Besonderheit. Ja, richtig. Die kann man nämlich nicht nur einmal durchführen, die kann man mehrfach durchführen, solange man noch diese Elerium-Kerne hat. Sieht man rechts oben steht Kerne irgendwo. Da so genau. Nee, 40 Stück. nein, Elerium-Kerne. Da steht nur 40. Ach so, hier steht Elerium-Kerne. Elerium-Kern, alles klar. Nee, ganz oben steht Kerne 2. Ach, Kerne 2. Genau, Kerne. Kerne. Kernphysik. Ah, alles klar. Und von denen und man braucht jedes Müssen wir Mal auch manchmal ein einen. Kernchen. Ja, rein blindes Huhn findet mal einen Kern. Ja, ganz genau. So, auf jeden Fall kann man diese Projekte experimentelle Munition und experimentelle Granate mehrfach herstellen. Es kommt aber jedes Mal was anderes dabei raus, ob man da jetzt Brandmunition, Pfeffermunition, Salzmunition oder Munition mit süßen Teilchen bekommt, das weiß ich nicht. Genau. Ja, machen wir jetzt aber nicht, weil wir wollen ein bisschen Story erleben, oder? Willst du Story erleben? Also ich würde den Schädelstecker schon gerne herstellen, aber ich würde zumindest vorher gerne mal eine Munition zumindest. Die dauert dann. So sieht Christian aus, wenn er von dem Scherzmodus in ein ganz ernsthaftes und seriöses Spielen umschaltet. Die Augenbrauen ziehen sich zusammen, das Gesicht wird ganz verkniffen, sein Lächeln wird verkrampft und sein Kopf ist nur noch von dem Gedanken beherrscht. Munition! Wie kann ich die Gedanken von Daniel beherrschen? Ich kann nämlich meinen Aluhut auch einfach umdrehen und kann ihn als Denk- und Hypnosetrichter nutzen. Jetzt kommen meine Gehirnwellen viel besser und viel kraftvoller und klarer bei Daniel an. Daniel, ich möchte eine Munition erforschen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Einfach irgendeine. Ja, irgendeine Steht die Experiment. dann allen zur Verfügung? Nee, das ist ein Gegenstand, den können wir irgendjemandem geben. Sollen wir das machen? Ich bitte darum. Und danach den Schädelstecker. Welchen Vorteil hätte Feldmedizin gehabt? Dann, achso, ich mache erstmal den Anruf. Feldmedizin heißt, alle unsere Medikits sind mächtiger, besser, wirken besser. Das war der nicht so wichtig, wie Die irgendeine Munition zu bekommen für Nein, irgendeinen die müssten wir Soldaten. dann auch erst wieder kaufen. Das kostet jetzt einmal 50 und dann müssen Okay. wir das Gerät noch herstellen. Ja. Und bei der experimentellen Munition, die haben wir aber auch nur einmal dann, ne? Ja, aber ich möchte gerne, dass unsere Scharfschützen nicht ständig mit sinnlosen Granaten in der Hosentasche rumlaufen, sondern auch mal Munition dabei haben. Dafür ist mir das eigentlich wichtig. Es ist auch egal, weil die Entscheidung ist getroffen. Ich habe schon längst so geklickt, wie du es haben Genau. wolltest. Das sind jetzt nur so rhetorische Rückzugsgefechte. Wäre es noch möglich, mir hier einen Ingenieur einzusetzen, oder haben wir gerade keinen übrig? Ich glaube, wir haben keinen übrig. Ah, dann haben wir keinen Alle übrig. beschäftigt. Okay. Ich habe gerüchteweise gehört, wir hätten unter unseren Zuschauern etliche Ingenieure. Falls ihr mitmachen wollt, euch Dienst verpflichten wollt, meldet euch. Wir setzen uns gerne euch ein, zum Beispiel, um eine dieser Schutthalden freizuräumen. Genau, also was wir brauchen, Bauingenieure, Brückenbauer, Elektrotechniker, Maschinenbauer, also all das. Zahntechniker können auch eingesetzt Genau. werden beim Brückenbauen. Ganz genau. Okay. Nee, der Rest der Ingenieure ist leider unabkömmlich. Da ist nichts zu machen. Zurück Aber auf die Weltkarte. in 3 Tagen wird sich die Lage etwas lindern. Zurück auf die Weltkarte, Das genau. sage ich mir oft in meinem Leben. In 3 Tagen wird sich die Lage lindern. Kontakt herstellen. Ausbildung abgeschlossen. Marina Morozova, Genau. Ranger, Schwertieben.
Können wir uns auch später angucken. Genau. Die kriegt dann halt nachher noch eine andere Waffe von uns. Erstmal weitermachen. Genau. Sonst haben wir niemanden, den wir ausbilden können, oder? Keine Rekruten mehr, die wir da in die Guerilla-Taktik-Schule schicken könnten. Und ein weiteres meiner Wunschgebäude ist fertig geworden, das fortschrittliche Kriegszentrum. Das ist wunderbar, denn jetzt gibt es eine Bonusbeförderung hin und wieder. Die Leute heilen schneller. Genau, aber nur, wenn ein Ingenieur drin sitzt. Ein Ingenieur steht uns zur Verfügung, so sieht es aus. Genau. Das sind diese besonderen Krankenbetten, in die wird WB auch immer gelegt, die mit so einer Schutzklappe oben drüber haben, damit er das Personal nicht anfällt. Ja, ganz genau. Hier hat man so einen kleinen Smart in der Mitte des Gebäudes, der Einrichtung geparkt, da werden die Leute reingelegt. Nee, wir sollten tatsächlich einen, schau doch mal bitte jetzt in die Waffenkammer, wie es gerade aussieht, zum Vergleich. Ja. Und schau auf die Soldaten und wir gucken, wie die Heilzeiten sind. Oh, 13 Tage bei Corinna. Wir brauchen Corinna, definitiv Corinna. Und wenn wir jetzt einen Ingenieur einsetzen, was passiert dann? Das mal rauskriegen. Mhm. Das heißt, wir gehen jetzt in das fortschrittliche Kriegszentrum. Wir setzen einen Ingenieur da oben ein, genau. Nehmen Sojihan. Sojihan, genau. Und schauen jetzt wieder in die Waffen. Haben wir in die Soldatenliste? Haben leider hier nur einen Platz. Ja, da kann man aber jemanden umbilden. Das wollen wir gar nicht. Da kannst umbilden? Du umbilden. Da kannst du alle seine Fertigkeiten löschen und neu vergeben, wenn du einen falsch gebaut hast. Ihr merkt schon... Das habe ich selbst noch nicht gespielt hier. Soldaten. Also XCOM 2 schon, aber dieses Ding hier noch nicht. Soldaten anzeigen nochmal bitte. Und schon dauert Corinna nur noch 7 Tage zur Heilung. Super. Dann, das passiert automatisch. Ja, das heißt, da muss man gar keine einweisen. Nee, gar niemand. Das ist ja schön. Das ist praktisch. Mhm. Solange da ein Ingenieur am Werkeln ist, heilen alle Soldaten doppelt so schnell. Machen wir. Mhm. Sind wir große Fans von. Ja, auf jeden Fall. So, dann weiter auf der Weltkarte. Weiter drehen lassen. Es hat schon lange keinen Einsatz mehr gegeben eigentlich, oder? Die Mutonenautopsie wurde abgeschlossen. Exzellent. So. Codename Surtur. Fortschrittlicher Granatwerfer zur Fertigung verfügbar und neues Testbereichsprojekt Plasmagranat. Das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Als Granatenfetischist, um mich mal zu outen. Das sind das beide Fähigkeiten, die dir gefallen sollten. Fetischismus und Plasma. Ja, genau, Plasma-Fetischismus. Hm. Welche Fetischismen pflegst du? Heu. Heu? Mhm. Das möchte ich jetzt, da möchte ich nicht in die Details gehen jetzt. So, unser fortschrittlicher Granatwerfer nutzt Magnettechnologie, um Granaten weiterzuwerfen als ein konventioneller Granatwerfer. Und der Wirkungsbereich der Geschosse wird erhöht, das heißt, der mehr Kreis. Radius. Mehr Radius. Mhm. Plasmagranaten, Dollar. Mehr Schadenspunkte. Genau, das würde alle unsere herkömmlichen Granaten zu Plasmagranaten aufrüsten. Das wäre eventuell auch zu überlegen, wenn wir da das Geld zu hätten. Alter, ein neues Projekt bitte. Bleiben wir erstmal hier bei der Forschung, oder? Mhm. Ja, ein neues Projekt bräuchten wir. Welches ist mir egal. Ja. Mhm. Darf ich die Alien-Verschlüsselung machen? Na klar. Und wir wechseln jetzt in? Die Technikabteilung und schauen mal, was der neue Granatwerfer kosten würde. Was wäre, wenn? Genau. Oh, guck mal, das können wir leisten. Oh, der Gremlin Mark II. Mhm. Die Hackwerte der Spezialisten werden erhöht und viele andere Fähigkeiten des Spezialisten werden ebenfalls effektiver. Kostet uns 50 und 5 Alien-Legierungen. Legierungen ist nicht das Problem. Eher das Geld selbst. Heute haben wir nicht mehr so viele. Nee. Vielen Dank an die Zuschauer. Wir hatten vor einigen Folgen einen Appell an euch gerichtet, möglichst viele Vorräte uns einzureichen. Großzügige Postings auf der Kommentarspalte auf YouTube, jede Menge Paragraphen. Mhm. Danke an Birnodin zum Beispiel, der uns ganz viele Paragraphen geschickt hat. Wahnsinn. Also Birnodin, du bist ein echter Paragraphenreiter. Komm. Zwei dumme Eingedanken. Danke, Birnodin. Ich hätte mir gehofft, er hätte uns auch ein paar Birnen spendiert, aber das war anscheinend nicht dran. Nee, mit Obst ist er dann knauserig dann. Ja, aber wir wollen ihn jetzt nicht dissen. Nee. Also das wäre eine Möglichkeit, wenn wir das einmal gemacht haben. Dann haben alle Spezialisten für immer den Gremlin Mark II. Gefällt mir. Und dann bei der Rüstung? Das ist uninteressant. Das war schon. Manche Leute haben gesagt, wir sollten mal andere Granaten einsetzen. Ja. Aber ich bin ein echter Fan von Splitter-Wumms-Krawall. Was kosten die denn? Also wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, können wir es uns überlegen. Ich wäre aber vielleicht auch für das Imitationsgerät. Das ist doch auch so schön. Das kostet aber auch 50. Ja, das wäre läuft bei mir unter Luxus. Mhm. Ja, wir warten erstmal ab, was die nächste Mission sagt. Und wen wir dann, und dann machen wir es davon abhängig, wen wir dabei haben überhaupt. Da brauchen wir nicht das auf jeden Fall, weil Spezialisten haben wir doch immer dabei. Ja, okay, dann mach's. Wir brauchen unbedingt... Also im Moment ist, glaube ich, unser dringlichstes Wunschzettel-Item Geld.
Vorräte. Genau. Mhm. Wollen wir mal hoffen, dass das klappt. Ja. Wir brauchen dringend Vorräte. Notfalls ab zum Schwarzmarkt. Mhm. Aber wir haben nichts mehr auf dem... Ja, notfalls ab zum Schwarzmarkt. Ja, doch, das könnten wir zwischendurch mal einlegen. Eine kleine Schwarzmarkt-Tour. Gut, dass ich darauf bestanden habe, dass wir den Schwarzmarkt freischalten. Gegen deinen erbitterten Widerstand. Ja, weil... Werkstatt, neuer Personalplatz verfügbar, Gremlins als Ferningenieure. Mhm. Hast du auch an einer Fernuniversität studiert eigentlich? Nein. Nicht? Du musstest direkt hinkommen immer. Ich musste direkt hinkommen, aber das war nicht so schlimm. Ich habe mir dann selber eine eingerichtet zu Hause und habe andere Leute, habe meine Lehrer kommen lassen. Ah, sehr gut. Mhm. So, sehr schön. Das ist eine Werkstatt. In diese setzen wir jetzt einen Ingenieur ein, und zwar den, der sie gebaut hat. Oh Gott, hieß nicht der andere Mensch, den wir verloren haben, auch Buttelesi? Ich weiß nicht, der hieß, glaube ich, Mustermann. Okay, ja, Dingsbums. So, jetzt haben wir zwei Personal-Gremlins. Genau. Und die werden wir in den Nachbargebäuden einsetzen. Hurra. Wie das funktioniert, schauen wir uns hier auf der Karte an. Die Werkstatt steht in der Mitte. Mhm. Sind die Nachbargebäude nur die im Norden, Osten, Westen, Süden oder auch die quer? Nee, nur die im Norden, Osten, Westen, Süden. Aber das Gute ist, da sitzen ja gerade zwei Ingenieure. Da können wir die Ingenieure, die dort sitzen, können wir durch Personal-Gremlins ersetzen. Ja. Und dann haben wir wieder zwei Ingenieure frei. Das heißt, wenn wir hier reingehen, in die Kommunikationszentrale. Und dann sagen Karen Mitchell, du bist nicht mehr hier am Telefon, sondern der Werkstatt-Gremlin erledigt das. Ist natürlich blöd, wenn jetzt jemand vom Widerstand anruft und dann ist da am Telefon, meldet sich einfach nur ein... Dann weiß man, der Gremlin ist am Telefon. So werden Arbeitsplätze vernichtet. Mhm. Und dasselbe natürlich auch im fortschrittlichen Kriegszentrum. Da arbeitet ja auch im Moment noch ein Mensch. Und du würdest doch auch im Krankenhaus lieber von einer Drohne betreut, oder? Ja, definitiv. Mhm. Ich werde ja schon im wirklichen Leben von einer Drohne betreut. Ach, ich bin dein Betreuer, das ist aber... Okay, jetzt haben wir zwei Ingenieure und schwimmen plötzlich förmlich in Ingenieuren, die wir jetzt an die Front schicken, sinnlos verheizen? Nein. Was machen wir mit denen? Ja, wir haben doch da unten noch diese Baustelle im Keller. Das ist eine Möglichkeit, da können wir auf jeden Fall einen hinschicken. Wir können uns auch überlegen... Hier ist das Energierelais, das ist schon fertig. Irgendein neues Gebäude zu bauen. Ah ja, ein Ingenieur wird bitte im Testgelände die Munitionsvorbereitung verschnelligen. Ja, unser Testbereich ist hier. Da draußen jemand gefuchtelt eben. Hast du das gesehen? Nein. Gut, egal. Er ist ganz fokussiert. Ich achte nur darauf, die Menschheit zu retten. Mhm. Und alles ein Ingenieur darf jetzt hier noch weiter. Hier rein? Mhm. Genau. Plötzlich schwimmen wir in Ingenieure. Mhm. Alles nur dank der Werkstatt, die wirklich so ein aus 2x1 Gerät ist. Sehr schön. Mhm. Alle Ingenieure eingesetzt, ja. Was passiert als nächstes? Experimentelle Munition. Ja, auf der Karte hatten wir noch ein bisschen was an Kontakt herzustellen. Ich glaube 3-4 Stunden. Wir brauchen Vorräte. Wir brauchen Vorräte, Christian. Dann sei doch so gut, stell den Kontakt fertig her. Da ist es passiert. Schon passiert. Da kriegen wir aber keine Vorräte. Die kriegen wir erst Ende des Monats dann. Das haben wir schon 30 Mal gesehen. Da läuft jetzt einer die Laderampe runter und sagt, hallo, ich komme in Frieden. Ich finde das jedes Mal cool. Das ist immer derselbe Typ und er trifft sich immer mit demselben Typen. Das ist immer der Kerl mit dem grünen T-Shirt und dieser Kartoffelfresse. Und die lächeln sich immer so freundlich an. Mhm. Also, die Einwohner von Neubrasilien sind bereit, uns zu helfen, wo immer wir können. Nee, wo immer sie können. Frag nicht, was du für dein Land tun kannst. Mhm. Frage, was dein Land für dich tun kann. Ja. Jetzt könnten wir Kontakt nach Neu-Mexiko aufnehmen, wollen wir aber gar nicht. Wir wollen ja nach Südamerika. Das ist relevant für uns. Das wollen wir haben. Denn Avatar. Genau, da ist eine Alien-Einrichtung und die wollen wir knacken. Es gibt schon Zuschauer, die uns gesagt haben, und zuletzt unter einem, der Video stand drunter, Christian WB, achtet doch mal auf das Avatar-Projekt, das macht mir Sorge. Bitte dreht doch den Avatar, also sorgt dafür, dass der Avatar-Level sinkt. Mhm. Machen wir. Wir sind dran. Wir arbeiten dran. Was? Was wollt ihr denn? Wir können das ja nicht. Wir können ja nicht hexen und alles. Also ich schon, bitte nicht, aber... Das Spiel setzt einen unter Druck. Mhm. Auch wenn man so ein Hexer ist wie Christian. Also man muss schon dran basteln. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir müssen wirklich Gas geben. Runterfliegen. Willst du den Kontakt herstellen oder willst du kurz einmal am Schwarzmarkt vorbeifliegen? Einmal bitte zum Schwarzmarkt. Es ist direkt hier in der Nähe. Wir können der Schwarzmarkt, das kostet... Schon. Nee, das dauert auch Tage noch. Wo ist der Schwarzmarkt? Das ist ja egal. Der ist da drüben, das macht nichts. Da leuchtet auf jeden Fall das Ausrufezeichen am Schwarzmarkt auf dem Icon. Das heißt, da gibt es neue Dinge. Und die wollen auch neue Dinge verkaufen. Sind das da links Vorräte in Algerien, die auf uns warten? Eventuell. Vielleicht. So. Illyriumkristalle und Mutonleichen. Ach so, dann verkauf doch mal was.
Aber viel ist das nicht. Wir haben Unmengen an Betäubungspflanzenträgerleichen, mehr als wir jemals brauchen werden, oder? Ja, aber die sparen wir uns auf für den Fall, dass die mal im Sonderangebot sind. Was ich jetzt gerne verkaufen würde, wären 10 Illyrium-Kristalle. Hörst du dir manchmal zu? Das ist ja grauenhaft. Wir verkaufen 10 Illyrium-Kristalle, würde ich vorschlagen. Dann hätten wir 100 Geld, Vorräte. Damit könnten wir doch schon was anfangen. Mhm. Ich würde damit nur warten. Die Sachen, die auch wirklich immer im Angebot sind. Genau, nur die Sachen, die wirklich haben wollen. Die Mutonenleiche brauchen wir noch, meinst du? Ja, die brauchen wir noch. Okay, wieder zurück. Und jetzt gucken wir noch mal schnell, was im Angebot ist, was wir uns nicht leisten können. Einfach nur so, um uns ein bisschen zu quälen? Ja, genau, einfach um uns zu quälen. Und da war er wieder, der fortschrittliche Stecher. Den brauchen wir nicht. Aber 13 Info, das ist gar nicht so teuer. Nee, die brauchen wir nicht. Überragende Konditionierung. Klingt so, als wäre das auch in einem logischen Zusammenhang zum fortschrittlichen Stecher. Schau mal, wir haben nur noch 23 Info und wir brauchen die Info, um Kontakt zum Nachbarterritorium aufzunehmen. Wie viele brauchen wir? Wahrscheinlich brauchen wir 60. Ja, aber dann wird uns das ja auch nicht reichen. Aber falls wir vorher eine Antenne dort bauen, brauchen wir nur 30. Also geben wir hier gar nichts von unserer Info aus. Du meinst, du würdest die kaufen und alle Vorräte verjubeln? Nein, ich würde gar nichts ausgeben hier. Also Info behalten wir, nichts ausgeben. Das, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Das kostet doch. Ich wollte das auch gar nicht machen. Ja, ich wollte auch nichts mehr. Alles gut. Also wir haben jetzt darüber geredet, dass wir das beide nicht wollen und beide nicht machen. Aber jeder hat gedacht, der andere würde es tun wollen. Das ist halt diese Grundvoraussetzung, dass wir immer davon ausgehen, dass der andere ein Horst ist. Ja. Mhm. So. In den Legierungen warten. Wir gucken mal ganz kurz die Karte. Informationen sammeln hier unten und Kontakt herstellen, da wollen wir nicht. Und schnell wieder zurück und hier. Dann machen wir wirklich die Kontaktherstellung mit Neuschiele. Aber das kostet uns leider zu viel Info. 70. 60. Gehen wir nicht hin. Nein, 60 kostet es uns. Gerade wurde, stimmt, 60. Das heißt, wir müssten in Kolumbien eine weitere Antenne bauen. Mal gucken, was die kostet. Hier, ne? Ja. Können wir da hinfliegen? Da können wir die Antenne bauen. Die Antenne zu bauen kostet 75, das müssen wir machen. Sonst kommen wir nicht nach Südamerika. Da ist was dran. Mhm. Und da wollen wir hin. Wegen des Avatar-Projektes. Wegen dem Avatar-Projekt. Oh, los, scanne er weiter. Genitiv. Los, scannen. Ah, ein Beutezug. Das ist schön. Der Widerstand meldet Infos über eine Advent-Nachschublinie. Wir sollten ihre Transporter abfangen. Das machen wir auf jeden Fall, denn das ist eine Mission, die ohne Zeitlimit läuft. Operation Blenden der Schädel. Hervorragend. Das erinnert uns beide an mich. Denn je nachdem, wie die Beleuchtung ist, blendet mein Schädel die Zuschauer. Ich bin da ja auch nicht so ganz von befreit. Nee, das ist der Zahn der Zeit, der uns an beiden nagt. Also die machen wir auf jeden Fall, diese Mission. Einsatz starten. Leider haben wir jetzt gar kein Geld mehr, um uns irgendwas Teures zu kaufen. Weißt du, wie ich meine Haare mit Anfang, Mitte 20 getragen habe? Du hast es mir mal erzählt, sie waren wirklich lang, sie hingen dir bis auf die Schultern. Lange, lockige Haare, die wirklich bis fast auf die Schultern hingen und ein riesengroßer Wuschelkopf. Das heißt, falls ja einige von euch glauben, sie könnten so Bemerkungen drunter schreiben wie Edge, Badge, du bist alt geworden, dein Kopf ist kahl. Ja. Dagegen ist keiner gefeit. Nee, das passiert euch allen auch oder ist sogar schon. Oder zumindest den männlichen unter euch, den weiblichen hoffe ich, dass es mal nicht passiert. 6 Leute erstmals im Einsatz. Traumhaft. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Was da war noch eine Rangerin. Ist die eingeteilt, die wir eventuell noch eine andere Waffe geben müssten? Ist noch nicht eingeteilt. Nee, der eine Ranger, den wir dabei haben, ist Kadir. Schauen wir uns mal die Zusammensetzung an. Das sind unsere Besten, glaube ich. Die beiden Scharfschützen in der Mitte, die haben zwar eine Granate jetzt, weil wir aber nur in Ermangelung von allen möglichen anderen Dingen. Wir haben sonst nichts. Dann haben wir hier links einen Spezialisten. Hier ganz links einen Spezialisten. Genau, das ist Sergeant Baker, der trägt das Medkit, was eigentlich Corinna gehört. Ja. Und eine Granate jetzt immerhin. Zwei was Sachen. Vom Programm klugerweise ihm in die Hand gedrückt worden ist. Das finde ich gut, ja, der kann so kluges bleiben. Kluges Programm. Der kann so bleiben. Daneben haben wir Sergeant Walker, einen Grenadier. Das heißt, der hat gleich 2 Granaten dabei. Ja. Schade, dass wir ihm noch keine Plasmagranaten geben können. Ja, wir haben sowieso generell schade, dass wir jetzt mit der Rüstung 2 Inventarplätze haben für jeden, aber keine Gegenstände außer Granaten. Dann haben wir hier noch einen Grenadier. Das heißt, wir sind ja quasi symmetrisch. Einen Scharfschütze und einen Grenadier auf jeder Seite.
Und dann ein Ranger. Finde ich eigentlich okay. Wir kombinieren ja. Mhm. Ich finde das, ja, das macht einen guten Eindruck. Lass uns noch mal einmal kurz gucken, ob wir einen Gegenstand herstellen können, bitte. Das wäre schon gut, wegen diesen zwei Slots, ne? Ja, genau. Also irgendwas Sinnvolles. 36 haben wir noch. Da geht doch vielleicht eine Blendgranate. Eine Blendgranate? Da könnten wir die auch erstmals im Einsatz zeigen. Mhm, machen wir. Unterbricht und desorientiert Feinde in einem sehr großen Bereich und belegt sie mit hohen Offensivstrafen. Mhm. Das klingt wie Fußball. Also die würde ich fast sogar Kadir in die Hand geben. Fast sogar oder würdest du? Oder kannst du sie noch einem von den... Na, das geht jetzt... Ach, das geht natürlich nicht, weil er dann seine andere Granate aufgeben muss. Ah, wie schrecklich. Na gut, dann... Das ist einer der Momente, wo wir nur sagen können, ouch. Ja, Kadir gibt seine Sprenggranate auf und kriegt dafür eine Blendgranate. Die hat uns schon... Also mich hat die manchmal... Kadir kämpft an vorderster Front. Ja. Ja? Mhm. Okay. Dann geh doch bitte nochmal auf einen der beiden Scharfschützen, vielleicht auf Captain Kozlowska, und bearbeite sie. Und wir schauen nochmal, ob wir an ihre Waffe vielleicht irgendein Upgrade dran schrauben könnten. Irgendeine Waffenverbesserung. Haben wir da irgendwas? Schau mal bitte, klick mal an. Nee, wird ja da, dann wäre es so, dann wäre das markiert. Ja, nur weil sie, nee, klick mal bitte auf den Slot, was wir noch haben. Nee, wir haben gar nichts mehr, ne? Ist alles weg. Gar nichts, ist wenig. Ja, dann geht's sowieso nicht. Das heißt, wir können jetzt in den Kampf starten. Mhm. Genau. Sieht letzter Schluck aus der Commander-Kasse. Kaffeekasse. Mhm. Tassenkaffee. Wir haben 6 Leute. Wir haben eine Mission ohne Zeitdruck. Wir haben neue Mark II Gremlins, auch wenn jetzt nur ein Spezialist mit dabei ist. Also ich finde, das ist eigentlich so fast schon so langweilig unter dem Niveau unserer Zuschauer, die viel dramatischer gewöhnt werden. Ja, genau. Wir sollten jetzt einfach aufhören und sollten dann die Folge, diesen Kampf gar nicht erst zeigen. Das könnte die langweilen, wenn wir gerade durchkommen. Achso, den einfach heimlich selber spielen, alleine. Ja, und nachher sagen, wir haben es geschafft. Es ist nichts passiert, ihr habt nichts verpasst. Also ja, machen wir jetzt auch. Ja, genau. Nee, machen wir nicht. Nee. Einsatz starten. Mhm. Operation blendender Schädel. Ja. Da sind unsere Soldaten an Bord. Ich habe fast das Gefühl, irgendjemand sitzt wirklich in der Zentrale und benennt die Missionscodenamen extra um uns eine. Also Dämmern der Herrscher passte auch sehr gut auf dich damals. Ja, wobei ich persönlich denke, dann müsste auch irgendwann mal schon längst eine Operation aufgetaucht sein, die heißt Operation Dick und Doof. Oh ja. Mhm. Beutezug, Adventzug, alle feindlichen Ziele neutralisieren, Vorräte sichern, starten. Ich empfehle schon jetzt die Taktik Hügelparker. Ja. Empfiehlst du die nicht immer? Ja. Auf dem Hügel werden wir parken. Auf diesem Hügel werden sie parken. Wir hatten schon mal eine ähnliche Mission. Das ist das erste Mal, wo ich einen Eindruck habe, wir haben eine Karte, die ähnelt einer, die wir schon mal hatten. Du meinst diese Karte, wo ich dann auf dem Plateau sagte, nein, nein, da ist nichts. Ganz genau. Und wo ich sagte, da, man weiß es ja nicht. Und du sagtest dann, Daniel, ich schwöre, Mark und Bein, da kann niemals ein Feind sein. Mhm. Und dann war da doch einer. Kann mal passieren. Ich würde das dir auch niemals nochmal aus Butterbrot schmieren. Das wäre irgendwie unter meiner Würde. Das wäre auch irgendwie ganz kleingeistig. Absolut. Mhm. Ja, dann starten wir jetzt in den Kampf. Machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Ja. Und dann starten wir hier durch bei XCOM 2, bei Writing Bull und bei dem weltbesten Grimassenschneider Let's Player.